Ist heute nicht ein schöner Tag? Du sagst es. Hallo Bösschen, schön dich zu sehen. Irgendwas Neues? Ja, wie geht's dir? Alles beim Alten. Hast du nicht bald Geburtstag? Ja, bald ist doch Weihnachten. Das ist nicht wichtig, schätze ich. Die Menschen haben es sowieso vergessen. Wie meinst du das, Böschen? Naja, die Leute da unten verlieren langsam aber sicher ihren Glauben. Sie wissen wahrscheinlich nicht mal mehr, wieso sie Weihnachten feiern. Ich schätze, sie haben sich zum Füllen dieser Lücke einen Ersatz ausgedacht. Bestimmt irgendein Weihnachtsmann. Oder was auch immer. Unsinn. Denkt, was ihr wollt. Aber das ist wohl die Realität. Naja, ich muss weiter. Vater hat mir gerufen. Der Ärmste scheint ja total frustriert zu sein. Lass uns aufhalten. Bringen wir ihm doch einfach ein paar Geschenke von der Erde mit. Ich bin dabei. So schlimm wird es unten nicht sein. Übertreib bloß. Was zum Teufel ist das? Es gibt keinen Gott. Ah, das brennt. Dieser Rauch verätzt meine Haut. Gabriela, meine Flügel, sie lösen sich auf. Meine auch. Ah! Hilfe! Herr, ist mir schlecht. Dunkel. Wo bin ich hier bloß gelandet? Es sieht ganz anders aus, als ich es von meinem letzten Besuch auf der Erde in Erinnerung habe. Aber dort oben scheinen Fackeln zu sein. Vielleicht führen sie mich zu ein paar Menschen. Sie werden einem verirrten Engel bestimmt gerne helfen. Ja, herzlich willkommen zu einer ersten Let's Play-Folge. Basierend auf Gothic 2 mit dem DX-Renderer 11. Als erstes möchte ich mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, indem ich mal hier eine Fackel entzünde. Ja, ich kann für das Intro nichts. Das ist haben die Macher gemacht, die Modmacher. Deswegen auch dieses FSK-Logo vorher. Und lass uns einfach mal hier als Gabriela, heißt sie. Das ist wahrscheinlich die weibliche Form vom Erzengel Gabriel. Und hier haben wir gleich was zu essen. Na komm her. Okay. Weil ich noch keine Waffe habe, kann ich noch nichts erschlagen. Es sei denn nur mit richtigen Händen und Füßen. Gut. Okay, wie schon gesagt, diese weibliche Mod handelt davon, dass während der Weihnachtszeit keiner mehr an Weihnachten glaubt, auch nicht mehr an Engel und
Gabriela und Manuela auf die Erde kommen und versuchen, die da einige Menschen von am Glauben, also am Glauben zu erhalten von irgendwelchen Engeln oder sowas. Was ich dazu halte, weiß ich jetzt nicht. Mal gucken, erstmal hier. Okay, da ist ein Lurker in der Ecke, da wollen wir nicht hin. Ja. Oh, guck mal. Seltsamer Fisch. Okidoki. Hering. Hier ist ein Schiff. Bin von oben runtergefallen, aber hier ist ein Schiff. Erinnert irgendwie an andere. Ich glaube an Rissen oder sowas. War da nicht auch ein Schiff in der Nähe? Ich weiß es nicht. Hier ist noch ein lustig Fisch. Okay, es ist eigentlich noch zu dunkel. Man kann es auch gar nicht so hier eruieren, die Situation. Auf jeden Fall können wir schon mal hier erstmal ein bisschen, wie sagt RPG Kurga immer, looten. Kann mir mal einer erzählen, was looten heißt? Hier nur looten Linos. Okay, ein bisschen Fisch haben wir, das ist cool. Okay, wenn wir angegriffen würden und verletzt würden, würden wir Fisch essen. Ja, Fleischwanz. Noch ein ist die echt? Lebt die noch? Die lebt noch. Also müssen wir sie mal wieder mal richtig lustig hier. Oh, mein. Oh, Mädel, ich hoffe, du hast die Fingernägel geschärft. Oh, Rott für dich immer. Was ist denn das hier? Ach so. Ist ja interessant. Also wenn ich steil nach von oben nach unten gucke, dann ist die Trefferchance größer. Okay. Nichts zu plündern. Ah, ja, das kennen wir. Gut, okay. Jetzt gehen wir in Richtung Fackeln. Beziehungsweise oben auf dem Berg sollte doch irgendwas sein. Ach ja, oben sind sie. Ja, und es regnet mal wieder. So, ich würde auf gar keinen Fall hier vom Weg abkommen wollen, weil... Könnt ihr irgendwas? Hier ist doch was. Weltknöteritsch. Schön. Muss später sowieso hier runter, denke ich mal. So, hier oben waren die Fackeln. Gucken. Alles voller Steine hier. Ja, ich glaube, es ist ganz gut, dass wir erstmal ein bisschen Schutz suchen. Steht ja gleich so ein Heinz. Toll. Sieh an, wen haben wir denn da? Ein hübsches Mädchen, das fast nackt durch die Gegend läuft und sich in unser Lager verirrt hat. Du bist doch nicht etwa alleine hier? Mein Name ist Gabriela. Ich bin eben vom Himmel gefallen und wollte wissen, ob ihr ihm helfen könnt, wieder hinaufzukommen. Was soll denn der Schwachsinn? Willst du mir weismachen, dass du ein fliegender Engel bist? Ja, aber meine Flügel... Verarschen kann ich mich selbst, Kleine. Ich sage dir mal was, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Messias und es gibt keine Engel. Das ist alles irgendein Blödsinn, den sich ein Betrunkener ausgedacht hat. Aber... Ruhe, ich stecke dich am besten zu der anderen Spinnerin in den Schuppen. Der anderen? Ja, vor ein paar Stunden ist noch so ein komisches Weibsbild aufgetaucht. Hat dasselbe behauptet wie du und auch von mir verlangt, ihr zu helfen. Pah, wenn die erstmal ihre Unschuld los ist, hört diese Träumerei auch auf. Aber du bewegst jetzt schön fein säuberlich deinen knackigen Hintern da rein, sonst verpasse ich dir eine. Ja, also sehr frauenfeindlich, diese Männer. Sehr, sehr. Morgen komme ich nach euch beiden ziehen. Solange bleibt die Tür zu. Gabriela, geht es dir gut? Sehe ich so aus? Wir haben beide unsere Flügel verloren. Und ich habe das Gefühl, der Aufprall hätte den letzten Rest Unantastbarkeit aus mir herausgequetscht. Wem sagst du das? Oh nein. Was ist... Ich glaube, wir haben die Unantastbarkeit und unsere Heiligkeit verloren. Und? Und das würde bedeuten, wir wären jetzt Sterbliche. Was? Nein, nicht so. Das kann nicht sein. Rück dich nicht auf, das wäre der schlimmste Fall, aber er muss nicht eingetreten sein.
Wir sollten uns fürs Erste ordentlich ausschlafen, dann können wir auch mit klarem Kopf an die Sache rangehen. Du hast recht. Schlafen legen. Habe ich jetzt geschlafen oder was? Ich denke mal, dass wir jetzt wesentlich besser nachdenken können. Okay. Halt dir etwas ein, damit wir dann nach oben kommen? Was steht da? Wir basteln uns neue Flügel. Wir müssen den Glauben dieser Menschen wiedererwecken und wir müssen versuchen, zum Himmel Kontakt aufzunehmen. Ach. Wir müssen den Glauben dieser Menschen wiedererwecken. Das schätze ich auch. Erinnerst du dich noch an das, was wir gehört haben, als wir abgestürzt sind? Die Menschheit hat den Glauben an uns verloren. Und an Gott. Sie stempelt uns als Hirngespinster ab. Wir müssen diese Männer hier überzeugen, wieder an uns zu glauben, damit sie uns helfen, unsere Heiligkeit wiederzuerlangen. Denn das ist es, was uns Kraft gibt. Ja. Aber nur so nebenbei. Hättest du noch andere Vorschläge? Ja, wir müssen versuchen, zum Himmel Kontakt... Wir müssen versuchen, zum Himmel Kontakt aufzunehmen. Wie du meinst, dann lass uns beten. Dann lass uns beten, ja. Heiliger Vater, erhöre uns. Zwei deiner Engel sind zur Erde gestürzt und haben ihre Flügel verloren. Sende ihnen Hilfe, damit sie bald wieder an deiner Seite sein können. Ich fürchte, unser Gebet trägt nicht zu ihm durch. Wir müssen uns eine andere Lösung ausdenken. Dann basteln wir uns neue Flügel. Wir basteln uns neue Flügel und fliegen dann wie gewohnt mit ihnen davon. Wieso nicht? Du müsstest allerdings Knochen, Federn und starke Sehnen besorgen, damit ich sie herstellen kann. Sobald wir hier rauskommen, besorge ich dir die Rohstoffe. Aber nur falls es nicht funktioniert. Hättest du noch andere Vorschläge? Sonst nichts. Gut, dann weißt du ja, was du tun hast. Ich glaube, da kommt jemand. Kommt da jemand? Ah ja. Hier kommt das Frühstück. Na, ihr beiden. Habt ihr gut geschlafen? Wo ist der Typ, der mich heute Nacht hier eingesperrt hat? Silvio, der hat Besseres zu tun, als sich mit dir rumzuschlagen. Du wirst dich also vorerst mit mir begnügen müssen. Und wer bist du? Mein Name ist Paul. Mit wem habe ich die Ehre? Ich bin der Engel Gabriela. Ha, Engel? So etwas Blödes habe ich schon lange nicht mehr gehört, Kleine. Tu mir den Gefallen und hör auf mit den Scherzen. Das ist kein Scherz. Es gibt keine Engel, Süße. Das ist die bittere Wahrheit. Also hör auf zu träumen. Aber... Jetzt reicht's mir aber. Hier ist dein Frühstück. Ist es oder nicht? Ist mir egal. Wie kann ich dich überzeugen? Wozu überzeugen? Wieder an Engel zu glauben. Ha, mich kann man nicht überzeugen. Weißt du eigentlich, wie viele Wunder diesen Geschöpfen nachgesagt werden? Fliegen, Wasser in Wein verwandeln, heilen. Wer es glaubt, wird selig. Das mit dem Wasser stimmt nicht. Aber sonst alles, ja? Warum ist Egon dann bitte schon noch krank? Wenn die Sagen stimmen, dann kannst du bestimmt mit einem Fingerschnipsen heilen, oder? Ich kann es ja mal versuchen. Verarschen kann ich mich selber. Ich will raus! Ja, und? Du blockierst die Tür. Ach so, das ist dein Problem. Ich könnte dich hier rauslassen, aber das hat seinen Preis. Wie viel? Nein, kein Gold, Süße. Ich will eine hübsche kleine Tanzeinlage von dir sehen. Na? Jetzt? Später, heute Abend, um Mitternacht bei meinem Bett. Na toll. Die anderen nämlich und wir sind unbeobachtet. Dann darf ich jetzt gehen. Geh nur. Aber wehe, du hältst dich nicht daran. Dann reiß ich dir persönlich die Kleider vom Leib und zerr dich ins nächste Gebüsch. Schon klar. Nee. Mit dieser Mod soll der Glauben an Gott und Engel wieder erschaffen werden und dann in so einer Form? Mit nackten Mädels? Mit äußerst viel Zellulite? Also jedenfalls sehe ich das da. Aber das ist die DX11 Render-Mod, die hier dran ist. Ja gut, okay, jetzt gucken wir mal. Tanzen, das haben wir eben gehört, dass wir von Paul tanzen müssen. Ich glaube, wenn ich es schaffe, Egon zu heilen, fängt Paul wieder an Engel zu glauben. Dürfte mit meinen heiligen Heilfähigkeiten nicht schwer zu schwer sein.
Flügel herstellen. Ich habe mit Manuela ausgemacht, dass ich die Rohstoffe für unsere Flügel besorge. Sie braucht Knochen, Federn und starke Sehnen. Der wahre Glauben. Manuela und ich haben beschlossen zu versuchen, die Männer auf dieser Insel dazu zu bringen, wieder an uns zu glauben. Vielleicht schaffen wir es so, unsere Flügel zurückzubekommen. Ich denke aber nicht, dass es einfach wird. Okidoki, was haben wir denn hier? Genlo-Stufe Erfahrung 20, nächste 500, Stärke 15. Das fängt ja cool an. Ja, das heißt also, schauen wir mal. Erstmal hier die Fackel loswerden. Und die Zeug rum. Gebratenes Fleisch. Silberteller, Bier. Hey, das ist ja mal was anderes. Hier liegt mal das Fleisch auf Silbertellern. Und nicht einfach so nackt auf Holz oder Boden wie bei den anderen Gothic-Spielen. Okay, jetzt können wir hier mal looten. Anglizismen. Ich war noch nie ein Freund von Anglizismen. Vielleicht weiß jemand und kann mir jemand mal sagen in den Kommentaren, was looten heißt. So, hier ist Egon. Der ja krank ist. Verdammt, was ist los? Bist du Egon? Der bin ich. Ich bin der Engel Gabriela. Ich will dich heilen. Ein Engel? Verzeih mir, aber für Scherze bin ich nicht aufgelegt. Ich bin schwer krank, weißt du? Was hast du denn? Ich wurde im Krieg verletzt und habe mir eine schwere Wundinfektion eingefangen. Eine Infektion? Das dürfte nicht allzu schwierig sein. Werden, stand da. Ich werde dich jetzt heilen. Ich werde dich jetzt heilen. Da bin ich ja mal gespannt. Hiermit befreie ich dich von den Qualen deiner Wunden und erlöse dich von den Schmerzen. Herr, gib mir die Kraft. Was ist nun los mit mir? Warum funktionieren meine Heilfähigkeiten nicht mehr? Gabriela? Ja? Nimm es mir nicht übel, aber ich lege mich wieder schlafen. Ich bin sehr müde. Ja, mach das. Tut mir leid, dich gestört zu haben. Ja, warum will die versuchen zu heilen, wenn ihre Freundin gesagt hat, dass sie irdisch geworden sind? Okay, Paul, haben wir hier noch jemanden? Bettchen? Was haben wir hier? Hier gibt es nichts mehr zu holen. Schau mal. Paul. Ah, hier haben wir noch jemanden. Nobet! Hey! Hallo, ich bin der Engel Gabriela. Und du? Ein Engel? Die anderen werden dir wohl schon gezeigt haben, was wir in diesem Lager von Engeln halten, oder? Teilst du ihre Meinung? Ich formuliere es mal so. Weder favorisiere noch verachte ich sie. Im Grunde sind sie mir egal. Ach, ich bin übrigens Norbert. Freut mich, dich kennenzulernen. Trotz der Engelssache. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, danke. Mir geht es gut. Gut, das war der Norbert. Sehr sympathisch. Kommt er ja rüber. Er hat bestimmt einen Spitznamen, Nopse. Und für seine besten Freunde wahrscheinlich Arschlach. Jetzt haben wir hier noch einen. Wer hat dich aus dem Schuppen gelassen? Ich habe die klare Anweisung gegeben, euch beide eingesperrt zu lassen. Sag mir sofort, wer gegen meinen Befehl verstoßen hat. Warum sollte ich? Weil ich dir sonst die Zähne einschlage. Ich habe mich selbst befreit. Immerhin bin ich ein Engel. Kleine, treib es nicht zu weit mit mir. Ich warne dich. Na gut, du darfst dich im Lager frei bewegen, aber raus kommst du nicht. Ich will raus. Na und? Ich lasse dich aber nicht. Was muss ich tun? Was du tun musst? Gehorch mir einfach, dann kannst du hier ein schönes Leben führen. Nein! Hör gefälligst auf, mir zu widersprechen. Lass mich doch einfach gehen. Nein, verdammt nochmal, das werde ich nicht. Geh auf der Stelle in den Schuppen zurück. Ja. Sofort.
bevor ich mich vergesse. Oh, also das ist ein Arschloch. Was habe ich für dich überhaupt für eine Funktion? Blöde Frage. Was soll eine Frau in diesem Lager wohl für eine Funktion haben? Aber da ich dir ja meinen guten Willen zeigen will, werde ich es dir sagen. Du wirst hier den Haushalt übernehmen. Kochen, waschen, putzen. Es fällt nämlich eine Menge Arbeit an, wenn vier Männer zusammen wohnen. Später kommt dann gegebenenfalls noch die Kindererziehung dazu. Welche Kinder? Ja, welche Kinder wohl? Du weichst ja schon zurück, obwohl du mich noch gar nicht näher kennst. Eigentlich bin ich ein herzensguter Mensch, weißt du? Ich habe nur öfter ein Problem damit, mich zu zügeln. Also den kriege ich nicht in den Arsch. Also das wollen wir als Frau, weil wir das natürlich nicht, ne? Deswegen sagen wir, wir das werden nicht für ihn arbeiten. Soll das heißen, du weigerst dich? So ist es. Nach diesem Empfang werde ich mich nicht für dich krumm schuften. Erst recht nicht bei diesen Gedanken, die du hegst. Eher käme in Frage, von einer Klippe zu springen. Eine eindeutige Aussage. Dann lasse ich dich auch nicht aus dem Lager raus. Wenn das deine Bedingung ist, dann will ich auch gar nicht aus dem Lager raus. Jo. Also an dem kommen wir schon mal nicht vorbei. Wieso gehe ich jetzt nach, werde ich nach Paul hingeverwiesen? Einfach automatisch zurückverwiesen. Norbert, gut, okay. Hey. Wird wahrscheinlich auch Ende kommen. Genau, richtig. Jetzt gucken wir mal ins Log. Okay, Weigerung. Ich habe mich geweigert, für Silvio zu putzen. Jetzt ist er sauer und lässt mich nicht aus dem Lager raus. Allerdings wirkt er auch müde. Bewacht er das Lager etwa rund um die Uhr? Aha. Vielleicht sollte ich ihm ein Schlaflied vorsingen. Wobei ich gestehen muss, nicht gerade eine Engelsstimme zu haben. Meine Schwerpunkte lagen eher woanders. Nun, ich sollte wohl nach etwas Wohlklingendem Ausschau halten. Wer weiß, was diese Herren für Schätze verbergen. Oh, schauen wir mal. Also, hier steht ja Mitternacht tanzen. Soll ich das mal machen? Soll ich mal zu Mitternacht tanzen? Naja, vielleicht bringt es uns das was. Tanzen geht ja noch. Aber erst noch mal mit Manuela quatschen. Hey du. Aha. Kannst du Egon heilen? Wen? Egon, der Typ, der den ganzen Tag im Bett liegt. Der Kranke, über den du mit Paul geredet hast? Genau der. Tut mir leid, aber das geht nicht. Ich habe eben versucht, eine Ratte mit Bisswunden zu heilen. Es hat nicht funktioniert. Warum heilst du ihn nicht selbst? Weil ich auch meine Heilkräfte verloren habe. Weißt du vielleicht einen anderen Weg, wie ich ihn von seiner Infektion heilen kann? Tut mir leid, er fällt mir auch gerade nicht so ein. Schade. Ja, die Frauen müssen zusammenhalten. Kannst du den Fisch aufmachen? Ach, das war wohl der seltsame Fisch. Kannst du den Fisch aufmachen? Warum soll ich dir den Fisch aufmachen? Die Naht ist zu fest. Ich bekomme sie nicht auf. Moment. Mit dem Messer sollte es gehen. Oh? Was ist? Hier im Fisch waren einige Portionen Salbe. So wie das riecht, ist da bestimmt Möhre drin. Möhre? Was hat die denn da verloren? Ach, was ich? Du kannst ja eine Portion haben. Warte noch. Hattest du mich nicht gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, Egon zu heilen? Ja, wieso? Nun, das hier ist eine. Reib die Salbe einfach auf die Wunde. Sie wirkt desinfizierend. Ich gebe dir am besten noch eine Portion dafür mit. Aha. Was? Also ich kenne nur Gold, Weihrauch und Myrrhe, aber nicht im Fisch verpackt. So, was haben wir denn hier? Wanzenfleisch, gebratenes Fleisch, weißer Rum, Bier, Brot, so, Feldknöterich, Wein, Wasser, Eintopf, Fisch, ein Hering, Fackel, Myrrhesalbe. Ah ja, mhm. Ja, okay. Dann sollte das mit Norbert ja wohl klappen. Denken wir mal. Achso, die Fackel, die brennt ja immer noch. Wo ist Nopse? Ne, Nopse war es ja nicht. Es war Egon. Ach du Egon. Oh, verdammt, was ist los? Ich habe hier eine Salbe. Ich habe hier eine Salbe, die deine Wunde heilt.
Salb hört sich gut an. Hier, probier sie aus. Ich bin geheilt. Nein, noch mehr noch. Ich bin vollkommen gesund. Wie geht das? Was hast du mir da für eine Salbe gegeben? Myrrhe, wieso? Aber Myrrhe hat doch nur eine desinfizierende Wirkung. Diese hier hat all meine Wunden geschlossen. Das kann nur eins bedeuten. Was? Was? Die Legende ist wahr. Salben, die von Engeln verabreicht werden, heilen den gesamten Körper. Soll das heißen, du glaubst an Engel? Nach diesem Beweis, natürlich. Und ich glaube dir auch, dass du einer bist. Husch. Wirklich? Das ist toll. Kann ich dich dann um etwas bitten? Ja, mein Engel. Naja, es wäre schön, wenn du ein paar Stunden am Tag für ein Gebet für mich opfern könntest. Weißt du, als ich von meiner Wolke herabflog, haben mich durch den Unglauben alle Kräfte verlassen. Das hilft mir vielleicht, sie wieder zu erlangen. Für dich tue ich alles. Bete für mich. Selbstverständlich. Ich werde sofort anfangen, mein Engel. So, das ging also fix. Jetzt haben wir ihn schon mal untertänigst zum Untertan gemacht. Er folgt unseren Befehlen. Das finde ich gut. Das finde ich echt gut. So muss man es den Männern mal zeigen. Ja, haben wir denn da die Heilung gemacht? Nee, noch nicht ganz zu Ende gemacht. Ich habe es endlich geschafft, irgendwann zu heilen. Er hat sich sogar dazu überreden lassen, für mich zu beten. Damit hätte ich auf jeden Fall einen kleinen Teil meiner Kraft zurück. Außerdem wird Paul davon beeindruckt sein. Also, sollten wir mal zu Paul hingehen und gucken. Wo ist denn der Paule? Paule heißt er, ist Bademeister im Schwimmbad an der Ecke. Paule heißt er. Hey, du! Ich habe Egon geheilt. So? Na, dann kann er ja mal mithelfen hier. Der lag ja nur den ganzen Tag im Bett. Na, glaubst du jetzt an Engel? War ich dabei, als du ihm geholfen hast? Nein. Eben. Und genauso lautet meine Antwort. Nein. Okay. Was soll ich noch machen, um dich zu überzeugen? Du wirst erstmal schön für mich tanzen. Danach sehen wir weiter, Süße. Aha, für den soll ich also immer noch tanzen. Ja, an der Stelle werden wir mal speichern. Gut. Gabriela. Was sollte das gerade? Was sollte was? Das mit Egon. Du hast ihm doch etwas verabreicht. Dann war er auf einmal überglücklich. Ich konnte bis hierhin hören, wie er sich überschwänglich bedankt hat. Ich werde die Sache im Auge behalten. Das heißt also, darf ich jetzt durch? Gabriela. Also wenn er brüllt, dann darf ich dann also gar nicht raus. Gucken, vielleicht kann ich jetzt den Egon von hier aus anquatschen. Hey. Ja, gar nicht. Du kannst aufhören zu beten. Ja, okay. Du kannst aufhören zu beten. In Ordnung, mein Engel. Ach ja, welche Frau wünscht sich nicht, von einem Mann so angesprochen zu werden? Gabriela. War doch gar nicht so nah dran. Ja, wie spät haben wir es denn jetzt? 12.04 Uhr. Hm, gut. Haben wir jetzt hier erfüllt. Heilung für Egon, die haben wir schon mal erfüllt. Das ist gut. Also rauskommen wir hier nicht. Sollen wir jetzt mal bis Mitternacht schlafen, um für diesen blöden Paule zu tanzen? Oder mach ich einfach mal. Ach ja, vielleicht sollte ich nochmal Noela anquaten. Gabriela? Ja? Wenn ich es richtig bemerkt habe, hast du schon einen der Männer hier bekehrt. Und? Naja, irgendwie geht es keinen anständigen Platz, wo er beten könnte. Außer dort am leeren Lagereingang, aber... Ich verstehe. Du willst, dass wir ein Glaubenssymbol dorthin stellen, richtig? Genau. Was würde dir denn gefallen? Ein Kreuz? Ein Holzkreuz wäre schön.
Das kann ich bauen, du musst mir nur einen schweren Ast bringen. Durch die Macht, die mir die Gläubige verleiht, kann ich schon wieder ein paar kleinere Wunder vollbringen. Gut, ich sehe mal nach. Ja. Schade, dass die Synchronsprecher so leise sind und keinen Popschutz verwandt haben. Oder Plopschutz. Was war denn das jetzt mit dem Kreuz? Ein Kreuz für das Lager. Manuel hat mich darum gebeten, ihr einen schweren Ast zu bringen, damit wir ein Kreuz aufstellen können. Oh, schön. Oh, schön. Wo soll ich denn das jetzt wieder herkriegen? So, ich schätze mal, aus dem kommen wir, werden wir nicht schlau. Gabriela. Gabriela. Ja, brüllen, nach Brüllen hört sich das nicht an. Toll, 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 toll. Gut, dann werden wir erstmal ein bisschen pennen. Ist denn hier ein Bettchen frei? Nicht unbedingt da hinten in der Kaminade zu. So. So, bis zum nächsten, bis Mitternacht schlafen. So. Jetzt bin ich gespannt, was mit dem Tanz los ist. Oh, hier ist High Ground. Und? Bist du soweit? Upsi Daisy, was kann losgehen? Fahr zur Hölle. Mal gucken, was passiert. Fahr zur Hölle. Wie war das? Du hast schon richtig gehört. Von mir siehst du nichts. Es ist ein Frevel, einen Engel zu so etwas zu nötigen. Ich wünsche dir die Pest auf den Hals. Na. Und ich hoffe, du stirbst eines grausamen Todes. Ah. Was ist denn jetzt los? Ups. Hä? Okay, der steht wieder auf. Ich kann ihm Heilkraut geben. Naja, vielleicht beeindruckt ihn das. Versuch das mal. Oh, mir ist schlecht. Also nein? Okay, ich suche eine andere Lösung. Also nein, mir ist schlecht. Upsi Daisy. Jetzt haben wir einen Paul aber ganz schön. Aber klauen können wir ihn nicht. Wenn ich ihn anspreche, dann steht er auf. Oh oh. Ja, gucken. Egon, vielleicht hat er ja noch irgendwie was übrig. Bitte für mich? Nö. Eigentlich nicht. Er soll noch erstmal ein bisschen pennen. Ja, jetzt habe ich den Paul mal ein bisschen. Also da ist ein Bett und wo schläft die Manuela? Auf den Kisten, ey. Coole Sache das. Hilfe. Mhm. Hilfe! Was ist denn passiert? Ich habe Paul die Pest an den Hals gewünscht. Und? Es hat funktioniert. Glückwunsch. Nichts da, Glückwunsch. Das ist schlecht, sehr schlecht. Wenn er wirklich stirbt, dann werden die anderen hier im Lager uns hassen. Dann heißt es Schluss mit den Gläubigen. Verstehst du? Heilen doch einfach von der Pest. Du glaubst doch nicht allen Ernst, dass das funktioniert, oder? Es hat schon bei Egon nicht geklappt. Wieso sollte es nach so einem Fluch bitte gehen? Nein. Wir müssen uns etwas anderes ausdenken. Wie viel Zeit bleibt ihm denn noch? Ich wollte, dass er einem grausamen Tod erliegt. Höchstens 4 Tage. Bis dahin muss uns eine Lösung eingefallen sein. Aha. Ja, bis dahin muss uns eine Lösung eingefallen sein, innerhalb von 4 Tagen, ne? War zur Hölle. Ich habe soeben Paul die Pest in den Hals gewünscht, ausgerechnet dafür haben meine Kräfte gereicht, ob das einem Glauben hilft. Ist fraglich, aber ich könnte ihm wenigstens zeigen, was für ein Frevel, der sich da erlauben wollte. Ja, 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 ja. Der liegt da immer noch. Oh, 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 toll. Gucken. Ja, mit Egon konnten wir, glaube ich, nichts machen, ne? Oh, verdammt, was ist los? Den hat man ja schon angequatscht. So, was ist denn mit
Wo ist denn eigentlich der Nopse? Wo ist Nopse? Ach, Nopse? Wo ist Nopse hin? Gabriela. Was hast du mit Paul angestellt? Okay. Nichts. Lüg mich nicht an. Ich habe eben selbst gesehen, wie er zusammengebrochen ist. Ich weiß nicht, was du mit ihm gemacht hast, aber ich will, dass du es rückgängig machst. Ich bin ja schon dabei. Okay. Gabriela. Ich komme immer noch nicht raus. Okay, doki. Buh. Das wird jetzt schwierig. Gucken, was die Manuela dazu sagt. Die sagt nur Tschüss. Tja. What's the fucking... Ach, da ist noch was. Wo kam der jetzt her? Super klasse. Okay, wir müssen hier irgendwie einen Weg rausfinden. Also so wie das aussieht, kommen wir nur über das Dach rüber hier. Ja, das ist zu hoch. Die fliegen da hinten rechts, herrlich. Gucken, kommen wir hier höher. Eine Wurzel. Nee, kommen wir nicht hoch. No. Ah, Moment, vielleicht hier? Ah, oh, ist ein Vorsprung. Nee, die greift nicht, das weiß ich nicht. Hier drinnen? Nee. Dann kommen wir auf die Winde hoch. Ey, das könnte klappen. Aha. Haha! Klasse. Super Vollmond. Popo im Vollmond. Ja, genau so. Ja. Gut. Das wird wohl nichts werden. Das heißt, wir müssen hier irgendwie aufs Dach kommen. Liegt hier was? Hier liegt nichts. Ich hab doch noch eine Fackel. Perfektor. Müssen wir ein bisschen was sehen hier. Das ist ja nicht Upsi-Daisy. So, Edgy-Badgy, wir sind draußen. Okay, das ging auch. Okay, ein bisschen hier. Kräuterchen sammeln. Ja, das ist jetzt blöd. Jetzt ist es schon wieder dunkel hier. Ich habe wenig Übersicht, um zu gucken, was wir hier machen könnten. Oh. Ja, zum runter zum Strand? Nee. Oh, was ist da hinten? Okay, das sieht nach Harpie aus. Harpie und Snappern, ne? Ja, also raus haben wir es geschafft. Das war das Ende des ersten Teils und ich könnte mal was schreiben, kommentieren, ob ihr es gut findet oder auch nicht. Ich verspreche euch, nächstes Mal werde ich sie anziehen. Also bis dahin, macht's gut, tschüss. Ja, speichern wir mal ab, ne? Spiel speichere und Tempo. Geben Sie mir bitte schön das Tempo.